Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze erste Klasse im Zug mit meiner Mama. Denn wir machen was richtig Spannendes. Ich fahre jetzt mit meiner Mama auf eine Tagung über drei Tage bin ich weg, sagen wir es mal so. Wir haben heute Freitag. Und ich werde euch so ein bisschen mal daran teilhaben lassen. Es sind so Gesundheitstage, also es geht dort um Gesundheit, Medizin, Ernährung, Umwelt. Also ja, ich glaube, richtig spannend wird das. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ja, dort fahren wir hin, Gesundheitstage. Unter anderem kommt heute Abend zum Beispiel auch der Günther Wallraff dahin. Das wird ja ein Begriff für den einen oder anderen von euch sein. Da bin ich auf jeden Fall auch mal richtig gespannt, was er ja so erzählt. Der klärt ja ganz, ganz viele Sachen auf. Ja, und genau, dann sind wir morgen den ganzen Tag da. Sonntag gegen Abend, 20 Uhr oder so, kommen wir dann wieder zu Hause an. Das ist jetzt so das allererste Mal für mich, dass ich ohne meine Kinder bin. Ja, ich bin jetzt 13 Jahre Mama und bin noch nie ohne meine Kinder verreist eigentlich. Also zumindest nicht ganz ohne. Nee. Ohne Mann, ja, aber nicht genau, ohne Kinder. Ohne Kinder tatsächlich noch nicht. Ja, und ich freue mich jetzt auf den Trip mit meiner Mama. Das sind auf jeden Fall hier mal die Themen. Ich bin mal gespannt, was wir alles schaffen, uns anzuhören. So, ihr Lieben, wir sind im nächsten Zug. Wir haben es jetzt bald geschafft. Ich glaube, 20 Minuten noch, gell? Ja, aber wir machen jetzt ja... Erzähl doch sowas. Eine Risikoreise machen wir jetzt. Ohne Risiko, Lebensversicherung. Ja, weil der nette Zugführer hier, der hat gesagt, wir sollen jetzt schon mal einsteigen. Obwohl wir eigentlich noch 20 Minuten auf den zugigen Bahnstein hätten warten müssen. Genau, weil der hätte uns jetzt wieder, also der fährt gleich wieder zurück und hätte uns abgeholt. Und unsere Fahrkarte gilt ja eigentlich erst ab dann. Aber der hat gesagt, wenn was ist, soll der Mann zu mir kommen. Jetzt halten wir ein bisschen die Luft an, also drückt mal die Daumen. Dass wir keine 120 Euro Schwarzgeld, Schwarzfahren bezahlen müssen. Naja, auf jeden Fall haben wir die Fahrt echt gut gemeistert. Die Stunden sind so an uns vorbeigeflogen. Wir haben uns richtig toll unterhalten, haben ein paar Spiele gespielt und dann bin ich mal gespannt, wie das Hotel gleich aussieht. Wir zeigen es euch. Wir haben unser Hotelzimmer bezogen. Es ist ganz, ganz klein und schnucklig, aber wir werden auch hier nur schlafen und duschen und dann sind wir on Tour. Ich zeige es euch einmal ganz kurz. Und zwar ist es hier. Hier schlafe ich mit meiner Mami. Einen Fernseher haben wir da auch. Müssen uns nur drum streiten. Ums Programm. Ums Programm, genau. Ja, hier noch Dusche, Schrank. Hallo. Ja, und hier Ausblick. Guckt ja. Ihr das mal an. Der ist richtig schön. Fenster auf. Oh, zwar nicht direkt am Meer,
aber am Rhein. Genau. Richtig schön. Und hier ist direkt der Bahnhof. Also wir mussten tatsächlich nur einmal hier über die Straße und waren direkt im Hotel. Ja, jetzt werden wir mal gucken, uns noch ein bisschen die Beine vertreten. Bis es dann zum ersten Vortrag heute Abend geht. Um 17 Uhr beginnt es. Und da beginnt es mit dem Günther Weyraff. Ja, ich bin echt mal gespannt. Aber bisher hat alles richtig super geklappt. Ja, bis auf, dass wir tatsächlich eine Stunde Verspätung hatten. Aber wir saßen im Warmen und wir haben zum Glück noch Zeit, bis die Vorstellung, würde ich schon sagen, bis der Vortrag beginnt. Von daher, ja, waren wir jetzt nicht wirklich gestresst. So, jetzt packen wir mal hier ein paar Sachen aus und dann, ja, geht's weiter. So, wir hatten einen Zimmerwechsel, weil wir, ja, weil uns das Bett nicht so ganz gefallen hat, sagen wir mal so. Wir haben da so ein paar Sachen gefunden, die wir jetzt, naja, nicht so lecker fanden. Und dann haben wir jetzt direkt ein neues Zimmer bekommen. Das ist auch ein bisschen größer, also gibt es eine erneute Roomtour. Und zwar ist das Zimmer, ja, ist auf jeden Fall viel größer. Wir haben einen riesengroßen Schrank, ein Bett, da hinten ist die Mami. Und eine, ja, Dusche mit sogar einer XXL-Badewanne. Also, und wir haben auch einen genauso tollen, wenn nicht sogar schöneren Ausblick noch. Ja, weil wir eine Etage höher sind. Genau, wir sind nur eine Etage höher. Ja. Jetzt haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Und jetzt werden wir uns gleich mal auf den Weg machen zu der Halle, wo dann nachher die Vorträge stattfinden. Genau. Ja. So sieht's aus. Wir haben Raum 412, Zimmer 412. Und jetzt laufen wir mal Richtung Innenstadt. Richtig schön. Wir haben ein super Wetter, muss ich sagen. Es ist so angenehm, gerade hier draußen jetzt zu laufen. Wir waren ja wirklich so viele Stunden im Zug. Und jetzt mal kurz die Beine vertreten, bis wir dann gleich wieder sitzen. Hier fühlt es sich schon. Hier sind schon Parkplätze und alles abgegrenzt. Und ja, da geht es gleich rein. Also es sind rund 1000 Besucher wohl gemeldet. Ich bin mal gespannt. So, Mama und ich, da sitzt die Mama, haben hier einen richtig guten Platz, hier oben auf der Empore. Und ich glaube, wir können ja, ganz gut hier zugucken. Ich habe den Günther Weyraff auch schon gesehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Nur unsere Freundschaft auch freue. Ich habe dich ein Leben lang verehrt, ein Leben lang verfolgt. Wir sind Altersgenossen und du warst und bist der aufdeckende Journalist der Bundesrepublik und immer auch der, der unter eigener Gefahr, zum Teil Lebensgefahr, in das Aufdecken hineingegangen ist. Und heute mit 81 Jahren machst du immer noch im Team Weyraff unermüdlich weiter. Das ist deine Leidenschaft geworden. Du hast einmal erstmal ganz herzlichen Dank hier für die Einladung. Ich darf vielleicht auch kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich war in einer wirklich ganz schlimmen existenzielle Krise. Mir ging es so dreckig. So, ich bin jetzt mit meiner Mama noch was essen und das muss ich euch noch mal zeigen. Es sieht so lecker aus. Einen gemischten Salat und wir haben uns eine Pizza geteilt mit Spinat und Paprika. Genau, guten Appetit. So, Mama und ich haben richtig lecker gegessen. Ja. Und wir laufen jetzt zum Hotel und hoffen, dass wir richtig gut schlafen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Mama und ich sind... Guten Morgen. Mama und ich sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück. Hier ist die Identität von Günther Weyraff nochmal. Also beziehungsweise in was er für Identitäten alles reingeschlüpft ist. Das ist echt krass. Also das war echt ein super interessanter Vortrag gestern. Ja, und hier kriegen wir auch unser Frühstück jetzt. So, hier gibt es jetzt einen leckeren Frischkornbrei und ein paar belegte Brote. So, wir sind jetzt raus, wir haben Mittagspause
und waren jetzt gerade ein bisschen einkaufen. Proviant für morgen, weil morgen ist ja schon wieder die Abreise. Es sind wirklich super spannende Vorträge. Da kann ich euch natürlich nicht mitnehmen. Aber auf der Zugfahrt werden wir das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen für euch. Es ist auf jeden Fall echt spannend, ne? Ja, sehr. Ja. Aber der Popo tut auch weh vom langen Sitzen. Ja, das stimmt. Die lange Zugfahrt gestern und dann die Vorträge gestern. Den letzten Vortrag konnten wir uns echt nicht mehr anhören, weil wir so kaputt waren. Und ja, morgen geht's ja wieder zurück. Aber zu Hause läuft alles gut. Niemand hat alles im Griff. Die Kiddies, da freue ich mich. Das klappt alles gut. Und jetzt bringen wir das Proviant erstmal ins Hotelzimmer. Ah, da vorne sehe ich das Hotel, siehst du? Ja, ja, die Straße stimmt. Genau. Guck mal hier, Gasthaus zum Anker. Und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, wir sind im Hotelzimmer. Ich melde mich mal zu später Stunde. Wir haben schon die Rollläden runtergemacht. Es ist schon 9 Uhr. Es ist schon richtig spät. Wir hatten aber einen richtig, richtig tollen Tag und einen sehr, sehr schönen Abend, wobei ich die Kamera jetzt ausgelassen habe. Wir waren nämlich noch mit ganz, ganz vielen lieben Menschen essen. Wir haben richtig lecker gegessen. Ich habe 2 Bilder gemacht. Vielleicht kann ich die euch ja einblenden. Auf jeden Fall war es ein wirklich toller und sehr informativer Tag. Ja, muss ich wirklich sagen. Und jetzt, ja, waren wir nochmal, wie gesagt, zum grünen Abschluss zusammen essen und hatten ein paar richtig schöne Gespräche. Jetzt sind wir im Hotelzimmer angekommen, haben schon tatsächlich so ein bisschen was zusammengepackt, denn morgen früh geht es ganz, ganz früh für uns schon los. Denn einen Vortrag können wir uns morgen noch anhören. Und wir haben uns ein paar Brötchen bestellt für morgen früh, die wir abholen können. Für die Zugfahrt, dass wir was zu essen dabei haben und können dann eben auch morgen noch dort frühstücken. Und morgen Mittag geht es dann wieder ab nach Hause. Ja, ich freue mich auch schon. Ich habe gerade mit meinen Männern telefoniert, aber es klappt alles super zu Hause. Habe ich auch nicht anders erwartet. Aber es ist schon echt komisch, so ganz ohne Kinder zu verreisen. Aber es war richtig schön. Morgen haben wir aber jetzt ja noch einen Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Ich bin echt mal gespannt, was ich so zusammenschneiden kann, ob das überhaupt für euch interessant ist, weil ich euch ja jetzt wirklich nicht viel mitnehmen konnte über den Tag. Aber so wart ihr mal mit uns in Lahnstein. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber wie gesagt, das Video ist noch nicht zu Ende. Morgen geht es ja noch weiter. Und ich würde sagen, bis morgen früh. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an der gleichen Stelle mit Rollladen auf und dem wunderschönen Ausblick das letzte Mal jetzt für heute. Denn wir haben jetzt unsere Koffer gepackt und nehmen jetzt eigentlich schon soweit alles mit, holen dann unser Proviant gleich ab und gehen zum Frühstück. So, unser Frühstück heute. Der Fisch kommt bei und 2 Scheiben Brot. Oh, wie das duftet. So, ihr Lieben. Wir haben jetzt einen Zeitsprung von einigen Stunden. Wir sind jetzt im Zug und auf dem Weg nach Hause. Wir sind richtig durchgefroren. Ja, wir waren jetzt 3 Stunden, hatten wir Aufenthalt an verschiedenen Bahnhöfen. Aber jetzt sind wir im Zug und jetzt um 3 Uhr essen wir unser Mittagessen. Ich zeige euch mal, wie lecker das bei uns hier aussieht. So, jetzt haben wir auch richtig Hunger und wir lassen es uns gut gehen. Wir haben heute Morgen die Brötchen abgeholt. Die haben sie für uns extra noch belegt mit Camembert. Oh, hier ist auch ein Ei drin. Lecker. Tomate, Gurke, Salat. Dann haben wir hier noch ein paar Tomätchen. Wir haben da unten noch die Flügelwürstchen, weil wir hatten richtig Bock auf Würstchen noch. Das Mamas Brötchen noch. Und hier drin sind noch 2 gekochte Eier. Und so ein paar Laugensteine mit Pfeffer. Ja, das sieht richtig gut aus. Und Mama, da hinten, die sucht gerade noch ein bisschen Butter. Wir haben nämlich auch Butter mitgenommen. Beziehungsweise, die haben uns heute Morgen noch Butter eingepackt. Voll niedlich. Dann können wir nämlich jetzt gleich die Laugenstangen noch mal damit bestreichen und können jetzt essen. Also langsam hinkt mir der Magen aber auch wirklich auf. Halb 8. Sag ich das so? Ich habe jetzt echt Hunger.
wir sind jetzt eine Stunde vor unserem Zuhause circa. Also in einer Stunde sind wir da, sagen wir es so. Ich bin schon total gar. Wir sind echt langsam fertig. Oder Mama? Und fertig, fix und fertig, hallo. Ja. Ich wollte ja noch mal ein paar Wörter sagen zu dem Wochenende. Es war sehr, sehr anstrengend, aber richtig schön. Muss ich echt sagen, also die Vorträge, die wir uns da angehört haben, waren super spannend, sehr informativ und zum Teil so lustig, dass wir wirklich Tränen gelacht haben. Mein Pullover hier vorne ist richtig verschmiert von Tränen. Das war richtig, richtig lustig auch. Und zum anderen habe ich die Zeit mit Mama richtig genossen. Ja, einfach mal weg von dem ganzen Alltagsstress. Auch wenn wir da Stress hatten, das war aber ein ganz anderer Stress. Trotzdem waren wir dann abends zusammen, haben gemütlich gegessen, gestern noch mit ganz lieben Menschen zusammengesessen. Also ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und es war ein richtig tolles Wochenende. Ja, absolut. Ich habe auch ganz viele, viele Menschen getroffen und habe mich super gefreut. Und jetzt bin ich auch, ich bin einfach nur noch müde. Ja. Ich könnte so wegschnarchen. Ja, das war wirklich, ja, also das Schlafen da im Hotel war jetzt auch nicht so berauschend, muss man sagen. Schläft einfach zu Hause noch am besten. Was ich im letzten Vlog angeschnitten hatte, Marlon hat ja die Ausbildung gemacht zum Sportassistenztrainer und er hat sie bestanden. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und jetzt, glaube ich, ist das Video lang geworden über die 3 Tage. Ich bin mal gespannt, was ich zu Hause zusammenschneiden kann. Wir verabschieden uns jetzt und sagen tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.